Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt nach dem schweren Anschlag bei Moskau, die Gefahr durch islamistischen Terror sei auch in Deutschland akut. Vom afghanischen Arm des sogenannten Islamischen Staates gehe die größte islamistische Bedrohung aus. Auch der Generalbundesanwalt betont, die Gefahr von Anschlägen sei keineswegs gebannt. Erst am Dienstag hatte die Polizei im thüringischen Gera zwei mutmaßliche Islamisten des IS-Ablegers aus Afghanistan festgenommen. Zugeschaltet ist jetzt der Terrorismusexperte Rolf Tophofen. Herr Tophofen, ich grüße Sie. Hallo, Herr Simon. Nach dem verheerenden Anschlag in Moskau gehen also deutsche Behörden davon aus, dass auch Deutschland im Fokus des Islamischen Staates steht, des sogenannten Islamischen Staates. Sehen Sie das ähnlich? Wovon gehen Sie aus? Es gibt schon länger massive Kontakte aus Zentralasien nach Deutschland. Beispielsweise 200 im Jahre 2017, 18 gab es einen intensiven Messenger-Austausch zwischen zentralasiatischen terroristischen Gruppen, Terrorkadern zu Islamisten des IS Khorasan hier in Nordrhein-Westfalen. Und die klare Botschaft war, schlagt bitte zu, auch in Deutschland, schlagt darüber hinaus auch weiter in Europa zu. Also von daher ist eine stringente Kommunikation von zentralasiatischen Kommandos nach Europa gegeben. Und wir reden ja immer wieder von tadschikischen Kommandos. Tadschikistan ist heute ein fruchtbarer Boden für das Anheuern von IS-Kommandos. Und im Kontext des geplanten Anschlags auf dem Kölner Dom im Silvester letzten Jahres war ja immer wieder eine der tadschikischen Kommandogruppe in Rede. Also von daher kann hier keine Entwarnung gegeben werden. Es gibt ausreichend Schläfer bei uns, die Dependance IS Khorasan nach dem Hauptgründer der IS in Syrien und Irak hier bei uns auch vertreten. Da wollte ich noch mal drauf eingehen. Die Attentäter jetzt, die sollen ja aus Tadschikistan stammen. Beim IS, da denkt man aber normalerweise eher an Syrien und den Irak. Warum hat sich das Ganze lokal irgendwie verlagert bis in die Provinz Khorasan? Das Zentrum ist, wie Sie sagen, Herr Simon, der IS, der Islamische Staat in Syrien und Irak. Er wurde ja bis Ende 2018, 2019 zerschlagen von einer internationalen Allianz. Und interessant ist, im Kontext dieser internationalen Allianz war ja auch Russland involviert. Und insofern passt jetzt der Anschlag einer IS-Khorasan-Gruppe in Moskau sozusagen in ein Rachegelöbnis, das der IS gegenüber Russland und Putin geschworen hat. Denn die entscheidende Niederlage in der althistorischen Stadt Palmyra in Syrien wurde von russischen Kommandos durchgeführt. Und dann gab es sozusagen eine spektakuläre Siegesfeier in den Ruinen von Palmyra mit einem der größten russischen Sinfonieorchestern. Und das hat natürlich dieses Szenario, ein Symbolakt für den Sieg gegen den IS, haben die IS-Kämpfer nicht vergessen. Von daher auch damals schon Rache geschworen gegen Russland. Also von daher passt das auch in das Szenario des Anschlags vor zwei Tagen in Moskau. Und was heißt das jetzt für die sportlichen Großveranstaltungen in diesem Sommer? Also ich spreche von der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland oder die Olympischen Spiele eben in Paris. Die Gefahr ist extrem groß. Wenn man jetzt mal eine Sportmetapher anführen will, so ist das ja geradezu eine Steilvorlage für potenzielle terroristische Anschläge, die EM hier bei uns in Deutschland und dann die Olympischen Spiele darauf folgend in Paris. Aber lassen Sie mich noch sagen,
Herr Simon, wie der IS sich jetzt in Zentralasien etabliert. Wir wissen ja, dass nach der Niederlage der Mutterorganisation in Syrien und Irak viele ehemalige Kämpfer sich abgesetzt haben nach Afghanistan, in den Großraum des früheren Provinzialstaates Khorasan aus dem 7. Jahrhundert, wo ja Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Teile von Afghanistan zusammengeführt waren. Und sie haben sich im Laufe auch in Gegnerschaft zu den Taliban dort etabliert. Man geht heute in Afghanistan davon aus, dass es ca. 2.000 bis 4.000 IS-Kämpfer Khorasan dort gibt. Und die schwersten Anschläge, auch nach dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan, wurden vom IS Khorasan ausgeführt. Also diese Gruppe ist mehr als veritabel nach dem Zerschlagen der alten IS-Basen in Syrien und Irak. Aber die Führung wird dort immer noch vermutet. Allerdings auch das ist interessant für den Strukturwandel des IS, dass wir heute keine expressis verbis an der Spitze der Organisation stehende Führungsfiguren haben. Die Gruppe ist disloziert. Es gibt Einzelkämpfer in den Strukturen. Warum? Weil eine große Gefahr beim IS, und das ist die Lehre des IS aus der Vergangenheit, darin besteht, dass die US-Antiterrorbehörden alles perfekt aus der Luft aufklären und in der Vergangenheit sehr häufig auch IS-Führungspersonen wie Bagdad dann liquidiert wurden. Sagt der Terrorismusexperte Rolf Tophofen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gruß nach Berlin. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.